Tee. Was ist ein Tee? Ein Tee? Das sieht so aus. Ja, ich hab's. Da ist sehr es. Gut. Und jetzt kommt ein O. Und jetzt ein P. Da? Das machst du gut. Jetzt schreib noch ein P. Und wieder ein T. Ein E. Nein, T. Ein E hat drei Arme, die zur Seite gehen. Ach ja, ich weiß. Ja, und jetzt noch ein D. Hm, wo ist denn nur das D? Sieh mal genau hin, dann findest du es. Wie sieht denn noch ein D aus? Das ist ein ganz gerader Strich, der einen dicken Buckel auf dem Rücken hat. Ach ja. Gut gemacht. Siehst du, jetzt kannst du schon richtig schreiben. Also ein D. Welche Wörter kennst du mit D? Mit dir fängt an Daddy, richtig. Und dunkles Verlies ist eine kleine Kindersperre, wenn sie nicht artig sind und kräftig durchkitzle. Dann wollen wir mal sehen, was wir geschrieben haben. Wir haben geschrieben, furchtbare Einbruchsplage in Santa Barbara, die im ganzen Land Aufmerksamkeit erregt hat, offensichtlich gestoppt. Gestoppt hast du ganz allein geschrieben. Weißt du noch, was eine Plage ist? Krankheit. Richtig, Krankheit oder Elend, wenn es viel Elend gibt oder viele Leute, die Schaden erleiden. Weil zum Beispiel Bankräuber die Sachen stehlen, die anderen gehören. Ja. Ja. Jetzt sag mir mal, was wir als nächstes schreiben sollen. Inspektor Luz Castillo. Ja? Wer ist das? Daddy. Genau, Daddy. Und was tut Daddy, um die bösen Bankräuber zu fangen? Nicht annähernd genug. Lässt der Schmerz langsam nach? Nein, überhaupt nicht. Atmen Sie tief durch, schön tief durchatmen. Ja, ist gut so. Was zum Teufel war hier los? Ich habe nichts getan. Ich wollte mich bei ihr entschuldigen, Kelly. Ich wollte sie bestimmt nicht aufregen. Hören Sie auf, lassen Sie mich haben bitte entfrieren. Ich will doch nur helfen. Sie haben genug getan. Bringen Sie ins Krankenhaus. Sie müssen sich entspannen. Wir bringen Sie hier weg. Ich rufe die Klinik an. Sagen Sie, wie heißt Ihr Arzt? Jameson. Könnten Sie bitte Dr. Jameson benachrichtigen? Na gut. Gut, vielen Dank. Glauben Sie, Sie können aufstehen? Na dann los. Ja, gut so. Sie brauchen mir wirklich nicht zu sagen, dass ich schuldig bin. Das weiß ich nämlich auch so. Und damit wollen Sie alles wieder in Ordnung bringen, ja? Es tut Ihnen leid. Wenn ich wüsste, wie ich es wieder in Ordnung bringen kann, wäre ich kaum hier. Sie brauchen keinen Anwalt, sondern einen, der Wunder vollbringt. Ich brauche einen unparteiischen Beobachter, der sich meine Version anhört. Jemand, dem ich auch vertrauen kann. Und das hier garantiert mir das auch. Ihnen tut die Sache überhaupt nicht leid, oder? Nur, dass sie nicht funktioniert hat, ärgert Sie. Sie würden dasselbe nochmal durchziehen, habe ich recht? Hören Sie, ich kann schließlich nicht ändern, was passiert ist. Es tut mir leid, aber ich kann's nicht. Also müssen wir wohl alle damit leben. Wie ungeheuer großzügig von Ihnen, sich selbst ohne Wenn und Aber zu verzeihen. Es freut mich, dass Sie auf alles eine Antwort haben. Was ich nicht verstehe, ist, dass Sie das von Anfang an so geplant haben. Zu Beginn haben Sie sich als Robert ausgegeben, um die Capfers auszunehmen. Und dann haben Sie sich angeblich irgendwann ernsthaft in Kelly verliebt. Sie haben ihr aber leider nicht die Wahrheit gesagt. Sie haben sich wieder hinter Robert versteckt, aber dieses Mal nützt Ihnen das nichts. Ja, aber Quinn wäre für Jahre ins Gefängnis gewandert, wenn er damals in der Nacht nicht gestorben wäre. Wenigstens geben Sie zu, dass Sie ein Feigling sind. Ich wollte so nicht nur der Strafverfolgung entgehen. Ich wusste, dass Kelly sich niemals mit mir einlassen würde. Ich musste ein anderer Mann werden, einer, der ihr gefällt, wie mein Bruder. Ich hätte mir nie im Leben träumen lassen, dass ihr der echte Quinn gefällt. Anstelle von Mr. Wonderful, dass sie den bösen Zwillingsbruder mag. Wer hätte das gedacht, hm? Und jetzt erwartet sie mein Kind. Und wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, mich zu bekennen, dann jetzt. Ich brauche Ihren Rat. Ich brauche Ihre Hilfe. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein, fahren Sie mich lieber. Ich möchte gleich aufbrechen. Na gut, ich hebe Sie hoch und trage Sie ins Auto. In Ordnung? Wenn Sie das Gefühl haben, Sie schaffen es nicht, sagen Sie es rechtzeitig. Dann hole ich einen Krankenwagen. Gut. Okay, im Krankenhaus ist alles bereit. Dr. Jameson erwartet Sie dort. Gut, danke. Das Notfallteam steht bereit. Beruhigt mich. Wir werden uns beeilen. Ganz ruhig weiteratmen. Wenn
Er fragt, wo sie war und was sie getan hat. Sie ist doch wohl klug genug. Ihr wird schon irgendwas einfallen. Das konnte sie immer. Komm, verlier nicht die Nerven, Lisa. Gerate jetzt bitte nicht in Panik. Das Beste liegt noch vor uns. Hallo? Schatz, weißt du vielleicht, wo dein Vater ist? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Nein, ist etwas passiert? Ja, Kelly wird gerade ins Krankenhaus gebracht. Was? Ich erhielt einen anonymen Anruf, vielleicht eine Fehlgeburt. Ich fahre sofort zu ihr. Oh, Mama. Ich komme auch gleich. Lisa, was ist denn? Ganz ruhig. Ich werde schon mit ihm fertig. Ich muss weg. Edens Schwester ist krank. Hoffentlich erholt sie sich bald. Ich möchte, dass du jetzt an nichts anderes als die Juwelen denkst. Wir ziehen das also durch, ja? Aber natürlich. Bis morgen sind die Lockridge-Juwelen in unserem Besitz. Ich fürchte nur, dass du sie leider allein stehlen musst. Ich habe nämlich wichtigere Dinge zu tun. Und jetzt verschwinde hier. Weißt du, wenn wir tatsächlich ein Baby kriegen, dann sollten wir uns auf alle Fälle dafür entscheiden, einen Jungen zu bekommen. Einen Jungen? Wieso? Wir haben doch Brandon. Ja, das ist richtig. Und Brandon ist großartig. Ich kann Jungs einfach besser verstehen. Ich wünsche mir nur ein gesundes Baby. Das Geschlecht ist mir egal. Aber Jungs sind eben unkompliziert. Mädchen sind anders drauf. Du weißt schon. Ich will das nicht weiter aussprechen. Sie verhalten sich oft so dass ich es nicht verstehe. Ihre Hormone und Launen und Stimmungen und all diese komplizierten Geschichten. Keith, ich liebe dich. Gelegentlich kann ich dich sogar leiden. Aber bitte, halte jetzt die Klappe. Mit Jungs kann man wenigstens Ball spielen und am Samstagnachmittag zusammen vom Fernseher hocken. Ich hasse das. Bälle und das Fernsehen. Töchter kannst du hübsch anziehen. Töchter gehen gern einkaufen. Und sie wollen wenigstens nicht zum Camping. Schatz, lass uns doch nicht streiten. Du hast recht. Ich will nur ein Baby. Ein Jungen, ein Mädchen. Behalte deine Gedanken nur für dich, denn deine Gedanken blockieren meine Gedanken und ich will darüber nachdenken. Also, sei bitte still und lass mich nachdenken. Ich bin so glücklich. Jetzt sind wir eine richtige Familie. Du und ich und Brandon und Keith. Natürlich hätten CC und Mason auch dein Vater sein können. Aber Keith hat schon seine Qualitäten. Jedenfalls ist er sehr intelligent und du bekommst bestimmt einen super hohen IQ. Und außerdem ist er meistens sehr gut zu seiner Familie. Weißt du, ich würde dir das alles nicht erzählen, wenn du es nicht verstehen könntest. Ich will dich ja nicht kränken. Aber ich finde, das Gute an einem Baby ist, dass eine Mutter ihm alles erzählen kann, was sie auf dem Herzen hat. Das tut dem Baby nicht weh und ist eine Erleichterung für die Mutter. Und da wir gerade so ehrlich miteinander reden, will ich dir noch ein Geheimnis anvertrauen. Das ist etwas, was ich vor niemandem laut aussprechen würde. Ich will es aber laut sagen, am liebsten im Scheinwerferlicht. Ich hasse Sophia Capwell. Sie hält sich für so hübsch und so toll. Das ist sie nicht. Sie ist eine ganz falsche Person, das sage ich dir. Ich weiß, dass du das jetzt noch nicht verstehen kannst. Aber du wirst schon sehen. Sie ist eine hinterhältige, falsche, alte Ziege. Ihretwegen bin ich diese Treppe darunter gestürzt. Ihretwegen hätte ich dich beinahe nicht bekommen, wären da nicht die Wunder der modernen Wissenschaft. Tja. Ich finde, eigentlich hat sie das Gleiche verdient, was mir damals passiert ist. Was sagst du dazu? Na komm, mein kleines Schmusekätzchen. Du und ich, wir halten zusammen. Wir beide rächen uns. Ich habe einen Plan.
Wir nehmen dein Spielzeug, verstehst du, und verteilen alles schön auf der ganzen Treppe. Ein kleines Mäuschen hier, ein kleines Auto da und dein Lieblingsteddybären dort. Und wie der Zufall es so will, habe ich viele, viele Murmeln in meiner Tasche. Wo ich die her habe, möchtest du wissen? Von deinem Bruder Brandon natürlich. Ich bin zufällig über das ganze Arsenal gestolpert, das Keith mit ihm zusammen unterhält. Also legen wir überall Murmeln auf die Treppe. Sophia kommt runter, achtet auf das Spielzeug und schwupps, rutscht sie aus. Ist das nicht wunderbar? Ein wahrer Geniestreich, nicht? Oh. Und wenn sie hier die Treppe runterkommt? Zur Hölle mit ihm. Wenn du wüsstest, er ist immer so schrecklich gemein zu mir gewesen. Tja, ist doch wahr. Was ist mit Mason? Wenn Mason die Treppe runterfällt? Nein, ihm dürfen wir nichts tun. Ich weiß, was wir machen. Wir schreiben ihm einen Zettel. Mason, benutzt die Hintertreppe. Schatz? Hm? Woran denkst du? Du hast so einen eigenartigen Gesichtsausdruck. Oh, an nichts? Ach doch. Ich dachte an gefrorenen Joghurt. Bar Industries. Geben Sie ihn mir, es ist dringend. Flame? Ja, Craig, geben Sie mir Robert. Ich habe nicht viel Zeit. Er ist nicht hier. Und selbst wenn, er will nicht mit Ihnen reden. Und ich auch nicht. Ist das klar genug? Wo ist er? Ich muss wohl dankbar sein, dass Sie nicht gleich gekommen sind. Ich habe nicht die Zeit, um mit Ihnen dumme Spielchen zu veranstalten. Dann lassen Sie es. Kelly wurde ins Krankenhaus gebracht. Es könnte eine Fehlgeburt werden. Sagen Sie das, Robert. Sie halten mich für einen Narren, nicht wahr? Das ist noch entschieden das Freundlichste, was mir im Moment für Sie einfällt. Ja, ich halte Sie für einen Narren. Und es kann unmöglich Ihr Ernst sein, wenn Sie glauben, dass Sie alles in Ordnung bringen, indem Sie Ihre wahre Identität verraten. Das glaube ich in keiner Weise, aber ich finde, es ist wenigstens ein Anfang. Ein neuer Anfang. Ach, und was ist mit Kelly? Denken Sie etwa, dass sie mit offenen Armen wieder aufnimmt? Es ist alles besser als das hier. Auch wenn sie anschließend hassen wird. Jetzt hat sie noch die gute Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit. Wenn sie erst die Wahrheit kennt, wird sie sich an all die furchtbaren Dinge erinnern, die sie ihr angetan haben. Wie wollen sie sich da rechtfertigen? Das heißt, wenn sie nicht gleich dafür umbringt, dass sie sich nach dem Tod ihres Bruders weiter für ihn ausgegeben haben. Diese Tatsache dürfte für sie ganz besonders schwer zu schlucken sein, und das verstehe ich auch. Damit steht sie durchaus nicht allein da. Die Polizei wird das auch interessieren. Wenn ich es mir genau überlege, dürfte Kelly nicht mal ihr größtes Problem sein. Die besucht sie bestimmt nicht im Gefängnis. Ah, ich dachte, Sie könnten mich davor bewahren. Naja, ein ganz besonders gewiefter Anwalt könnte möglicherweise etwas mit der Staatsanwaltschaft aushandeln. Aber ich denke, ganz ohne Gefängnis kommen Sie nicht davon. Und was jetzt? Ich besuche Kelly. Und erzähle ihr die Wahrheit? Ja, gegen den gut gemeinten Rat meiner Anwältin. Oh, wollen Sie denn unbedingt gleich sterben? Kommen Sie, lassen Sie mich ihr die Wahrheit sagen. In dieser Sache wäre ich am liebsten wieder Bezirksstaatsanwältin, damit ich sie fertig machen könnte. Aber sie verdienen noch Schlimmeres, als ich ihnen antun könnte. Doch ich hoffe, dass sie das von Kelly kriegen. Cici? Robert? Sie sind der Letzte, mit dem ich hier gerechnet hätte. Entschuldige, Cici, ich habe unseren Termin leider ganz vergessen. Ich habe so viel zu tun. Schon gut, ich warte draußen. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich hier bin. Deine Sekretärin ist zum Essen gegangen. Nein, nein, komm doch bitte rein. Mr. Barr wollte sich gerade verabschieden.
Danke für Ihre Hilfe, Julia. Ich wünschte, ich könnte in dieser Sache mehr tun. Setz dich doch. Ich wusste gar nicht, dass Barr dich engagiert hat. Ich glaube, das hat er auch gar nicht. Ich schätze, das war wohl eine einmalige Konsultation. Gut. Ich muss dir nicht sagen, dass er nur Ärger bringt. Wäre nicht in diesem Beruf ohne die Probleme anderer, hätte ich keine Arbeit. Ich bin auf Unterlegene wie auch auf Verbrecher einfach angewiesen. Was das sein? Ist Mason Capwell hier? Ich habe ihn nicht gesehen. Eigentlich suche ich auch seine Schwester. Sie wollte ihn hier treffen. Ist sie etwa schon wieder weg? Sie wurde gerade ins Krankenhaus gebracht. Was? Michael Donnelly hat sie dahin gefahren. Es schien ihr wirklich schlecht zu gehen. Sie hatte Angst, ihr Baby zu verlieren. Ach. Oh, Michael. Danke, dass Sie mich hergebracht haben. Ich hätte es nicht geschafft. Das wird schon. Später machen Sie sich keine Sorgen. Ja, ich versuche es. Warten Sie. Auch. Ich helfe Ihnen. Ich warte hier draußen. Ist gut. Dr. Radcliffe, bitte zur Aufnahme. Dr. Radcliffe, bitte. Oh, Verzeihung. Ich möchte zu Kelly Capwell. Ich habe gehört, dass sie auf dieser Station liegen soll. Ja, Miss Capwell ist in Zimmer 353. Aber ich glaube nicht, dass sie schon Besuch bekommen. Oh, ich warte, danke. Bevor Sie jetzt etwas sagen... Ich werde gar nichts sagen. Ich werde Sie einfach rauswerfen. Ich habe das gleiche Recht, hier zu sein wie Sie. Lassen Sie mich los! Ach so, ich habe Kelly da nicht hingebracht. Ich auch nicht. Ich kann nichts dafür. Hätte ich gewusst, dass sie schwanger ist... Das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Sie haben Kelly und ihrer Familie nur Ärger gemacht, seit sie in der Stadt sind. Das ist Vergangenheit. Das ist auch der Grund, warum ich im Dschungel war. Ich wollte mich bei Kelly entschuldigen. Lassen Sie sie gefälligst in Ruhe und ganz besonders jetzt. Sie wollen helfen? Dann verschwinden Sie und kommen Sie nicht wieder. Was wollen Sie denn hier? Wo ist Kelly? Sie wird untersucht. Und, wie geht's ihr? Das wissen wir noch nicht. Wir warten auf Ihren Arzt. Was ist passiert? Ist sie gefallen? Anscheinend hat sie schon seit einiger Zeit leichte Anfälle, aber heute war es ein besonders starker. Und das Baby? Woher wissen Sie's? Flame hat auf Roberts Boot angerufen. Jemand sollte versuchen, ihn schnellstens zu informieren. Du weißt ja, Julia, dass ich dich für deine Arbeit sehr bewundere. Wirklich? Auch wenn wir uns manchmal nicht einig sind, ich habe dich immer respektiert. Besonders, als ich für die Blue Sky Brigade gearbeitet habe und wir gegen euch demonstriert haben. Dann war das vielleicht eine Ausnahme. Du bist wenigstens ehrlich. Das bist du auch. Das ist eine Tugend, die leider selten ist. Ich denke an den Bezirksstaatsanwalt. Ach so, darum geht es dir. Das scheint dich nicht zu überraschen. Ehrlich gesagt, habe ich davon bereits gehört. Ist Mason mir zuvorgekommen? Nein. Er wird nicht darüber erfreut sein, dass du mich favorisierst und nicht ihn. Craig Hunt hat es mir erzählt. Das ist wirklich eine Überraschung. Denn wer ist schon besser dazu geeignet, über die Anwendung der Gesetze zu wachen, als ein Mann, der fast jedes einzelne davon gebrochen hat? Dann hast du also gewusst, dass Timmons demnächst seinen Rücktritt bekannt gibt. Ein tragisches Schicksal. Er war vor einiger Zeit noch so wild auf dem Posten des Bezirksstaatsanwalts. Wieso hat er sich denn anders besonnen? Das ist doch wohl unwichtig. Wenn er unbedingt aussteigen will, kann es ihm jedenfalls egal sein, wer sein Nachfolger wird. Naja, vergiss nicht, dass ich schon das letzte Mal seine Nachfolgerin war. Ich will nicht immer auf seine Kosten die Karriereleiter aufsteigen. Auch wenn er das verdient hat und wenn du es verdient hast. Ich will mich ja nur nicht vordrängen. Sollte ich ernannt werden, akzeptiere ich selbstverständlich. Gut, dann pack hier deine Sachen zusammen. Du wirst nämlich bald umziehen in ein anderes Büro. Ist es so unkompliziert? Ja, ich denke schon. Es könnte bald jemand beweisen, dass unser geschätzter Keith Timmons durch Bestechung als Bezirksstaatsanwalt eingesetzt wurde. Den Druck hält er nicht aus. Glaubst du, ich kann das? Meine nächste Frage. Nach all dem, was ich durchgemacht habe, musst du noch fragen? Julia, wenn du als Bezirksstaatsanwältin kandidierst, rückst du in das öffentliche Interesse. Es wird eine harte Zeit. Man wird dein Leben unter die Lupe nehmen und jede Menge Dreck hervorkarren. Da wird nichts ausgespart. Weder deine Ehe noch deine Beziehung zu Dash Nichols, die angebliche Vergewaltigung und der Prozess. Jetzt sei nicht gereizt.
angeblich in den Augen des Gesetzes. Du hast ihn vor Gericht gebracht und er wurde für unschuldig befunden. Das kommt dann alles wieder zur Sprache. Darüber hinaus bin ich eine geschiedene Mutter und vertrete unpopuläre Fälle. Ich fürchte, meine erste Amtshandlung als Bezirksstaatsanwältin wäre, mich selbst zu verteidigen. Das wird nicht nötig sein. Deine Gegner werden noch auf Knien vor dir rutschen und für dich stimmen. Du musst nur wissen, ob du es wirklich willst. Das ist eine ganz persönliche, private Entscheidung. Und privat ist dabei entscheidend. Du musst dir darüber klar sein, ob du bereit bist, dein Privatleben zu opfern. Erklär mir doch bitte, willst du mich jetzt dazu ermutigen, den Posten anzunehmen, oder möchtest du lieber, dass ich ihn ablehne? Ich kenne keinen, der geeigneter für das Amt ist. Aber du musst entscheiden, was das Beste für dich ist. Entschuldige. Julia Wainwright? Ja, er ist hier, Augenblick. Es ist Rosa, sie klingt ziemlich aufgeregt. Rosa? Ja, was gibt's? Was? Weiß Sophia das schon? Ja, ich fahre sofort hin. Was ist los? Kelly ist mit starken Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus gekommen. Wir besprechen alles später. Als ob Kelly nicht schon genug Probleme hätte. Dann ist es nicht nur ein Wunschtraum? Ich kann wirklich ein Baby kriegen? Das ist absolut möglich. Oh, ist die Wissenschaft nicht großartig? Die Medizin hat in den letzten Jahren wirklich unglaubliche Fortschritte gemacht. Frauen, die vollkommen sicher waren, dass sie keine Kinder bekommen könnten, haben inzwischen ganz gesunde Babys. Künstliche Befruchtung ist kein Science-Fiction-Thema mehr. Sie ist heute gar nicht mehr ungewöhnlich. Und das ist wirklich nicht gefährlich? Naja, jeder chirurgische Eingriff birgt ein Risiko. Aber in diesem Fall ist eigentlich gar nicht zu erwarten, dass irgendwelche Komplikationen auftreten. Nein, erst wenn der kleine Tiger nach Hause kommt, dann gibt es schlaflose Nächte und eine Menge Geschrei. Später die ersten Liebschaften und die horrenden Kosten für die Ausbildung und Ähnliches. Das sind die Gefahren. Der eigentliche Prozess ist dagegen ganz einfach. Das Ei wird chirurgisch entfernt, außerhalb des Körpers befruchtet und dann dem Uterus wieder zugefügt. Und Sie tragen es aus. Ich habe mich schon über alles informiert. Ich kann gar nicht verstehen, warum nicht alle Menschen auf diese Weise ihre Kinder kriegen. Oh, ich schon. Da geht doch eine Menge Spaß flöten. Verzeihen Sie bitte. Wir haben möglicherweise eine Fehlgeburt. Auf Zimmer 353. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich komme wieder, sobald ich kann. Wie heißt die Patientin? Kelly Capwell. Oh mein Gott. Was mag da passiert sein? Arme Kelly. Es ging ihr doch die ganze Zeit gut. Sowas kann ohne jeden ersichtlichen Grund geschehen. Du fühlst dich einfach ganz himmlisch und dann... Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Egal, was die Leute auch sagen oder was der Arzt dir erzählt, du fühlst dich verantwortlich. Da verlierst du dein Baby und stehst ohnmächtig da und kannst nichts dagegen tun. Kelly muss im Augenblick durch die Hölle gehen. Dr. Jameson, was ist mit dem Baby? Tja, der Fötus ist erstmal stabilisiert. Erstmal? Was bedeutet das? Ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein. Es sieht nicht sehr gut aus. Nein. Verstehen Sie, diesmal wird vielleicht alles noch mal gut gehen, aber im weiteren Verlauf Ihrer Schwangerschaft, nun ja, es besteht schon noch eine Chance. Wie groß ist die Chance? Kann ich sie erhöhen? Sagen Sie mir nur, was ich tun muss. Sie bekommen Medikamente. Schaden die dem Baby? Nein. Was immer ich tun soll, sagen Sie es mir. Wenn ich vollkommen ruhig liegen soll, dann tue ich das. Ich bewege keinen Muskel, das schwöre ich. Ich will dieses Baby behalten. Ich behalte dieses Baby. Also nichts hat diesen Anfall ausgelöst? Das ist einfach so passiert? Sie saß ganz ruhig im Restaurant am Tisch. Sie war nicht nervös oder hat sich aufgeregt? Was? Fragen Sie sie. Sie sprach mit Kelly, als es passiert ist. Quinn! Um Himmels Willen, sprich doch nicht so laut. Was hast du hier zu suchen? Ich wollte Kelly besuchen. Damit sie endgültig ihr Baby verliert? Nein, das will ich nicht. Vergiss mal, was du willst. Wie geht es Kelly? Man weiß noch nichts Näheres. Sind ihre Eltern hier? Nein, aber Craig Hunt und Michael Donnelly stehen dahin. Gut, du rührst dich nicht vom Fleck. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Besucher sind nicht gestattet, besonders du nicht. Na, warte, ich zeig's dir. Was ist denn mit euch los, hä? Wollt ihr vielleicht, dass sie ihr Baby verliert?
Hört sofort auf! Ich sehe mal nach, was da los ist. Noch ein Wort von einem von euch und Sie gehen ins Gefängnis. Wie geht es ihr? Nun, Kelly geht es im Moment ganz zufriedenstellend. Was ist mit dem Baby? Das lässt sich noch nicht sagen. Wenn Kelly während ihrer Schwangerschaft Drogen genommen hat, tja... Wir müssen immerhin damit rechnen, dass das Kind Schaden genommen hat, der sich nicht mehr wiedergutmachen lässt. Manche kriegen eben geschwollene Knöchel, andere leiden unter morgendlicher Übelkeit und manche haben Unterleibsschmerzen. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Das hat Dr. Jameson gesagt. Schon gut, ich weiß. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir sind für dich da und wir haben dich sehr, sehr lieb, mein Schatz. Sag Bescheid, wenn wir was für dich tun können. Mir geht's gut. Ich meine, uns beiden geht es gut. Es war nur falscher Alarm. Da bin ich sicher, es wird alles gut. Vielleicht sollten wir sie eine Weile allein lassen, damit sie ein bisschen schlafen kann. Ja, das ist eine gute Idee. Wir werden draußen warten. Ihr braucht doch nicht die ganze Zeit hier zu bleiben. Keine 10 Pferde könnten uns von hier wegbringen. Ruh dich schön aus, es wird alles wieder gut. Das wird es, Daddy. Du wirst sehen. Ich komme gleich. Ich habe Angst. Ich weiß. Aber es geht schon. Ich weiß, dass es durchaus noch gut gehen kann. Es wird gut gehen. Hab Vertrauen. Chip und Adriana bekommen schneller einen Spielkameraden, als du denkst. Ja, das wäre wunderschön, wenn unsere Kinder zusammenspielen könnten. Als wir selbst noch Kinder waren, habe ich mir oft vorgestellt, wie es wohl sein würde, wenn wir eigene Familien hätten. Und jetzt... Jetzt erscheint mir das so schrecklich unerreichbar. Wie ein alter Traum, der einen begleitet, der sich aber niemals in der Realität erfüllen wird. Oh Gott, ist davon zu träumen, alles, was mir bleibt. Ich verstehe das einfach nicht. Das ging ihr doch gut. Im Moment lässt sich schwer eine Prognose stellen. Möchten Sie Kaffee? Danke. Welche Probleme wir zwei auch haben, wir regeln das später. Sobald Kelly und das Baby außer Gefahr sind. Ich stehe jederzeit bereit. Ich verstehe wirklich nicht, warum du nicht einfach eine Karte schickst. Ich dachte eigentlich, du wolltest sie nicht mehr wütend machen. Das ist was anderes. Sie wird das verstehen. Sophia, wir haben gehört, was passiert ist. Es tut uns furchtbar leid. Noch ist überhaupt nichts geschehen. Nein, natürlich nicht. Und das wird es auch nicht. Aber ich meine, wenn doch... Wie geht es Kelly denn jetzt? Kelly geht es gut, aber dem Baby möglicherweise nicht. Oh, ich bin sicher, dass er oder sie es schaffen wird. Diese kleinen Kerle sind zäh. Und heute gibt es so vieles, was Ärzte tun können, wenn es Probleme gibt. Heute kann man ja sogar schon bei der Empfängnis eine Menge tun. Ich meine, wer hätte denn je daran gedacht, dass ich in einem Jahr vielleicht schon ein Kind habe? Ich hätte nie geglaubt, dass ich je noch eins zur Welt bringen kann. So denkt Kelly wahrscheinlich auch. Das ist doch jetzt ihre zweite Fehlgeburt, nicht wahr? Wenn ich es kann, wird Kelly es auch können. Oder etwa nicht? Würden Sie sie bitte wegbringen? Komm, Schatz. Ich habe doch nichts Falsches gesagt, oder? Ich verstehe einfach nicht, wie das passieren konnte. Kelly war in letzter Zeit doch so ausgeglichen. Sagen Sie es ihm. Was meinst du? Was sie so aufgeregt hat. Rate mal, mit wem sie zuletzt gesprochen hat, bevor das geschah. Kelly möchte dich gern sehen. Michael. Sie hat gesagt, sie möchte nur dich sehen. Michael, bitte sagen Sie Kelly, dass ich hier bin. Ich muss unbedingt zu ihr. Ich könnte ihr helfen. Wie geht es ihr? Sie verliert vielleicht das Baby. Unser Baby. Und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es retten kann.
lange muss ich denn hier noch liegen? Ich will nach Hause. Naja, aber nicht so lange Sie noch Schmerzen haben. Ich habe ja kaum welche. Nur ein bisschen. Wieso genießen Sie es nicht einfach, hier faul herumzuliegen? Absolute Ruhe ist jetzt das Beste für Sie. Tja, halb Santa Barbara steht da draußen und will Sie besuchen. Doch der Arzt ist der Ansicht, Sie sollten nicht zu viel Besuch haben. Sie sollen sich ausruhen. Und wer ist alles da? Sie haben Ihre Eltern und Eden ja gesehen. Dann ist da noch Robert, Craig, Julia. Sogar Gina und Keith Timmons waren da. Dann muss es ja wohl sehr schlimm um mich stehen. Sagen Sie allen, dass es mir gut geht. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Ich brauche jetzt nur etwas Ruhe und dann bin ich wieder fit. Na gut, ich werde es ausrichten. Ich fürchte allerdings, dass das nicht alle zufriedenstellen wird. Robert drängt darauf, Sie zu sehen. Jetzt nicht. Ich sehe Robert und die anderen lieber, wenn ich wieder zu Hause bin. Sie sollten nach Hause gehen, denn im Moment kann sowieso keiner was für mich tun. Hatte ich euch nicht gesagt, ihr sollt verschwinden? Wir möchten nur wissen, wie es Kelly geht. Es wird ihr sicher bald wieder besser gehen, doch das hat sie nicht euch zu verdanken. Wollen Sie uns dafür verantwortlich machen? Keith. Wenn Sie mal Geld am Spielautomaten verlieren, geben Sie mir da auch die Schuld? CC ist sehr besorgt. Er hat's nicht so gemeint. Ach, tatsächlich nicht. Denkt ihr, eure Gegenwart ist ein Trost für sie? Allein der Umstand, dass ihr euch hier aufhaltet, wird sie aufregen. Oh, Verzeihung, dass wir Mitleid zeigen. Wenn sie das tun, wäre es das erste Mal. Und bitte verschone mich mit deinen Lobliedern auf die moderne Medizin, die es dir ermöglicht, ein Kind zu bekommen. Es wäre höchstens ein Wunder, wenn man etwas erfinden würde, das dich zur guten Mutter macht. Es gibt viele Möglichkeiten, Kinder zu bekommen. Aber keine, um sie von unfähigen Müttern zu befreien. Deine verwöhnte Brut ist da allerdings der beste Beweis. Wenn ich so eine schlechte Mutter bin, warum wollte Brandon dann wohl immer bei mir leben? Diese Frage habe ich mir selbst schon gestellt und keine Antwort gefunden. Vielleicht gibt es ja ein paar positive Eigenschaften an dir, die dich zur Mutter des Jahres qualifizieren, aber ich kenne keine, tut mir leid. Fahr zur Hölle! Reservier mir einen Platz. Das kannst du mir glauben. Das wünsche ich wirklich niemandem, nicht einmal dir. Und ganz sicher nicht Kelly. Wir beten für sie. Und wenn wir etwas tun können, lass es uns wissen. Ich lasse Sie jetzt schlafen. Ich bin draußen, wenn was ist. Danke, Michael. Gut. Sie scheint wieder Schmerzen zu haben. Gar nicht schlimm. Darum kümmern wir uns. Vielen Dank. Wie geht es ihr? Na ja, sie hat Schmerzen. Sie kommen und gehen, aber es scheint ihr nicht viel auszumachen. Wir wollten gerade noch mal zu ihr gehen. Tja, sie scheint ziemlich erschöpft zu sein. Sie hat gesagt, dass sie jetzt erst mal keinen Besuch haben möchte. Dann lass uns einen Kaffee trinken. Danke, Michael. Schon gut. Ich möchte jetzt gern zu ihr. Sie hat gesagt, jetzt nicht. Es ist äußerst wichtig. Ich weiß, aber sie sagt nein. Sie verstehen das nicht. Was ich Kelly zu sagen habe, ändert Moment, alles. Machen Sie keinen Ärger. Sie kann wirklich keine Aufregung gebrauchen. Sie hat gesagt, dass sie jetzt nicht sehen will. Sie haben doch gehört, was Michael sagt. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wollen Sie denn, dass sie ihr Baby verliert? Nein, ich möchte einfach alles tun, damit sie es nicht verliert. Sie soll einfach wissen, dass es genauso mein Kind ist und dass ich sie beide liebe. Das hätten Sie sich besser eher überlegen sollen. Wenn sie erst weiß, wer ich in Wirklichkeit bin, macht sie das vielleicht stärker. Sie kann dann härter kämpfen. Warum wollen Sie Kelly wirklich die Wahrheit sagen? Um ihr zu helfen oder aus Egoismus? Was soll denn das heißen? Ich bin der Ansicht, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um Sie mit der Wahrheit zu konfrontieren. Was ist denn? Stimmt was nicht? Ich werde lieber sofort den Arzt holen. Du solltest lieber darum beten, dass Kelly und ihrem Baby nichts passiert, denn wenn doch, dann wirst du dafür büßen, verstanden? Das wird dir noch sehr leid tun, das verspreche ich dir. Leidenschaft, Intrigen und Hass,
Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.